All des Glücklosen auf dem Königstein sichtbar gelitten hat, setzt Schirnhorst auf den Apothekergesellen. Offensichtlich sind es Böttgers frühere Brennversuche auf der Albrechtsburg, die Schirnhorst auf diese Idee gebracht haben. Jetzt im Frühjahr 1707 bekommt der gescheiterte Goldmacher ein neues Ziel, die Suche nach dem Geheimnis des chinesischen Porzellans, des weißen Goldes. Böttger jedenfalls sieht nun wieder eine Chance, den düsteren Festungsmauern zu entkommen. Für diese Variante spricht, dass August im Frühsommer 1707 erneut Post vom Königstein erhält. Seit gut 6 Jahren korrespondiert der Alchemist mit seinem König. Nun bittet er um ein Treffen, denn er, Böttger, hätte seiner Majestät Sachen von wahrhaftig großer Wichtigkeit vorzutragen. Worum es genau geht, verrät der Brief nicht. Doch der König reagiert sofort. Am 8. Juni stehen Böttger und Schirnhorst im Dresdner Schloss vor August. Der König kann es offensichtlich kaum erwarten, zu hören, was das Große sei, das Böttger nun mit Hilfe des alten Schirnhorst leisten will. In den Akten finden wir nichts, was uns verrät, wie der König an jenem Sommermorgen des Jahres 1707 auf das Angebot seiner Goldmacher reagiert. Fest steht nur, dass Schirnhorsts Plan erstaunlicherweise aufgeht. Mit Böttger an seiner Seite kann er den König wieder für sein altes Porzellanprojekt erwärmen. Was bleibt August auch für eine Alternative? Zu viel Geld und Zeit hat ihn der kauzige Apothekergeselle bereits gekostet. Wenn es mit dem Gold nicht klappt, dann vielleicht mit dem Porzellan. Als Scharlatan aufhängen kann er diesen Böttger auch noch später. Ich glaube, dass Schirnhorst durchaus derjenige war, der in der Lage war, August davon zu überzeugen, Böttger am Leben zu lassen und mit ihm weiterzuarbeiten. Sodass es also durchaus so sein kann, dass Schirnhorst derjenige war, der August schon darauf vorbereitet hat, dass es mit dem Gold nichts wird und dann den Porzellan-Joker ausgespielt hat, der dann August besänftigt hat dahingehend. Jetzt hat er so viel Geld in die Goldmacherei reingesteckt und nun kriegt er kein Gold. Das wird eine ziemlich kräftige diplomatische Leistung gewesen sein, dort den Unmut des Herrschers einigermaßen in Grenzen zu halten. In den Gewölben der Jungfernbastei, unweit des Dresdner Schlosses, wird nach Schirnhorsts Anweisungen ein neues Labor eingerichtet. Ende September 1707, nach dem Abzug der Schweden, beginnt die Arbeit. Neben Schirnhorst und Böttger ist auch Papst von Oheim wieder zur Stelle. Er soll endlich jenes unbekannte weiße Material finden, das das Porzellangemisch der Chinesen, den Masseversatz, so einzigartig macht. Man muss mehrere Dinge gewusst haben, um das Porzellan erfinden zu können. Man braucht natürlich den Masseversatz. Das ist ganz klar. Man muss aber genauso gut auch wissen, wo sind denn eigentlich die Bodenschätze, die man dazu braucht? Wo sind die Mineralien? Wo sind die Erden, die man dazu braucht? Auch das musste man wissen. Und man muss natürlich eine ganze Menge davon verstehen, wie ist die Brandführung eigentlich zu bewerkstelligen? Und unglücklicherweise oder glücklicherweise, je nachdem, wie man will, fallen diese Dinge einfach verschiedenen Leuten zu. In der Jungfernbastei schlägt jetzt die Stunde des Experimentators Böttger. Denn das Brennen und Mischen der Erden ist seine Aufgabe. Schirnhorsts jahrelange Forschungen zahlen sich trotz etlicher Rückschläge aus.
Mit großen Schritten kommt man dem gemeinsamen Ziel der Nacherfindung des Porzellans näher. Natürlich bleibt den Dresdnern das Geheimlabor ihres Königs nicht verborgen. Auch weil sich schon bald vor den Mauern der Jungfernbastei die Abfälle aus missglückten Brennversuchen türmen. Das sind also Böttgers goldene Berge, spottet man in Sachsens Residenz, während der Apothekergeselle und seine Gehilfen hinter den Mauern der Jungfernbastei schwitzen. Längst ist man von den Brennspiegeln zu mit Holz befeuerten Öfen gewechselt, denn nur so lassen sich aus den gemischten Erden tatsächlich haltbare Gefäße brennen. Eingehüllt in Rauch, gepeinigt von der Hitze, arbeiten Böttger und seine Gehilfen ohne Unterlass. Um sich Linderung zu verschaffen, umwickeln sie Kopf und Füße mit feuchten Tüchern. So wie es auch dieses Porträt Böttgers zeigt. Das älteste, was uns überliefert ist. In der Regel, und das ist heute so wie damals, sind solche Erfindungen von einer ganzen Reihe von Zufällen begleitet, die da einfach eine Rolle spielen. Man kann das insofern immer rekonstruieren. Man kann sagen, also es gab eben den Böttger, es gab den Tschirnhausen, es gab den Papst von Oheim, es gab die Lagerstätten, alles diese Dinge. Aber die müssen in einem glücklichen Moment einfach zusammenkommen. Dieser Moment scheint Ende 1707 gekommen. Keine zwei Monate nach Böttgers Ankunft in Dresden machen erste Gerüchte die Runde. Der Goldmacher, so munkelt man, wäre jetzt dem Porzellan der Chinesen auf der Spur. Ja, er hätte dessen Geheimnis bereits entschlüsselt. Schon beginnen sich ausländische Gesandte für das Geheimlabor zu interessieren. Höchste Zeit, findet Tschirnhaus, nun endlich auch Majestät das Ergebnis ihrer Arbeit zu präsentieren. Kurz nach Weihnachten 1707 ist es soweit. Drückende Hitze und Qualm schlagen dem Monarchen entgegen. Spannung liegt in der stickigen Luft. Mit rußgeschwärzten Gesichtern erwarten Böttger und seine Getreuen ängstlich ihren König. Sie haben alles auf eine Karte gesetzt. Ist August jetzt nicht zufrieden, droht Böttger der Strick. Schließlich zieht der Alchemist eine Turmkapsel aus der Glut. Als sie sich öffnet, erstarren die Gesichter. Tatsächlich, ein kleines grau-weißes Kännchen kommt ans Licht. Das erste europäische Porzellan. Das Monopol der Chinesen scheint gebrochen. Tatsächlich aber ist es noch ein langer Weg bis zu jenem kostbaren Meißner Porzellan, das heute die Vitrinen im Dresdner Zwinger füllt. Böttger nimmt was raus aus dieser glühenden Hitze, hält es ins Wasser rein, es zischt erbärmlich, ein Riesenkrach. Und ich halte es für möglich, dass er vorher in diesem Wasserbecken schon ein Porzellangefäß drinne hatte, welches er dann herausgenommen hat und dem König präsentiert hat. Die Show ist auf alle Fälle wunderbar gelungen. Der Effekt war da und der König wollte eine Show haben, die hat er bekommen. Das Problem ist nur, noch lässt sich das Porzellan nicht in Serie brennen. Noch hat es einen grauen Schimmer und Risse, zerspringt. Noch also ist es nicht das edle Meißner, was wir heute kennen. Tschirnhaus setzt nun alles daran, die Produktion zu perfektionieren. Denn jetzt geht es nicht um ewigen Ruhm, sondern darum, aus der Erfindung endlich Profit zu schlagen. Das Geheimlabor auf der Jungfernbastei wird institutionalisiert. Der erste Schritt ist die Erstellung einer Besoldungsliste für die Porzellanmacher. Am 12. Januar 1708 wird sie vom König unterzeichnet. Drei Tage später bringt dann der Leibarzt des Teams, Dr. Bartholomei, das Geheimnis des weißen Goldes zu Papier, das Rezept seiner Herstellung. Bis vor wenigen Jahren schrieb man diese vermeintliche Geburtsurkunde des europäischen Porzellans noch Böttger zu. Es ist nicht mehr dokumentiert, wer dem Bartholomei diesen Masseversatz diktiert hat.
Das sind alles Dinge, die sind nicht dokumentiert. Und wenn man dann versucht zu sagen, der war's oder der war's, begibt man sich auf ein Gebiet der Spekulation, wo ich als Historiker immer sage, wenn es ein paar Quellen gäbe, wäre es mir lieber. Überdauert hat letztlich allein der Name Böttger. Doch das ist weniger sein Verdienst als dem Umstand geschuldet, dass das Schicksal Schirnhorns übel mitspielt. Kein Jahr nach ihrer gemeinsamen Entdeckung wird der Gelehrte auf seinem Gut in Kieslingswalde von der Roten Ruhr hinweggerafft. Victoria, ruft der Porzellanpionier, bevor er am 11. Oktober 1708 für immer die Augen schließt. Doch um den Sieg, dem Schirnhorns letzter Seufzer galt, wird er alsbald schon von seinem Schützling Böttger betrogen. Während in Dresden Böttger und Pabst jetzt ohne Schirnhorns Beistand um die Vervollkommnung der Porzellanherstellung ringen müssen, wächst der Unmut des Königs. Sollte ihn dieser Böttger wieder an der Nase herumgeführt haben? Wo bleiben die Reichtümer, die ihm versprochen wurden? Das neue Porzellan lässt sich nicht verkaufen und von Böttgers Gold fehlt noch immer jede Spur. Am Hof hetzt man gegen den kostspieligen Apothekergesellen. Wieder muss Böttger um sein Leben fürchten. Doch was soll er tun? Gold kann er dem König noch immer nicht zaubern. Das Einzige, was er besitzt, ist graues Porzellan. Doch das Blatt wendet sich, als Papst von Ohain zwischen Aue und Schneeberg auf eine neue, helle Tonerde, das Kaolin, stößt. Damit ist der letzte Schritt getan. Denn mit dem Kaolin leuchtet Böttgers Porzellan endlich so weiß wie das der Chinesen. Was also spricht dagegen, August die Erfindung frech noch einmal zu verkaufen, denkt sich Böttger. Am 28. März 1709 verfasst er ein Memorandum, in dem er sich als alleiniger Erfinder des weißen Goldes preist. Schirnhorns ist tot. Schirnhorns kann sich nicht wehren. Das ist einfach tragisch, aber zu dem Zeitpunkt ist die Arbeit noch nicht abgeschlossen. Also die Erfindung ist zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig. Und dass dann 1709, als es fertig ist, Böttger das Ergebnis der Arbeit mehr oder weniger als sein eigenes für sich reklamiert und den Schirnhorn so ein bisschen unter den Tisch fallen lässt, ist nun nicht unbedingt ein charakterlicher Adelsschlag für Böttger. Aber aus seiner Situation, dass er seit seinem 19. Lebensjahr gefangen gehalten worden ist und beauftragt worden ist, erst Gold und dann Porzellan herzustellen, verständlich. Er hat einfach gehofft, dadurch, dass er das alles für sich selbst reklamiert, in Freiheit zu kommen. Wenn einer Erfindungen aufzählt, in dem berühmten Memorandum vom 28.03.1709 an August den Starken, er habe das weiße Porzellan erfunden und andere Erfindungen noch dazu stellt, die nicht von ihm stammen, so ist das Schwindel. 1982 feiert die DDR Böttgers 300. Geburtstag. Auf dem Areal der ehemaligen Jungfernbastei wird eine Gedenkstele enthüllt. Sie ehrt den Apothekergesellen als den Erfinder des europäischen Porzellans. Schirnhorns Namen sucht man an diesem Ort bis heute vergeblich. Dass Böttgers Dreistigkeit Erfolg beschert war, lag vor allem an August. Er sorgt dafür, dass das Meißner Porzellan bald zum Inbegriff barocken Luxus wird. Im Januar 1710 präsentiert der König auf der Messe in Leipzig persönlich das Porzellan aus eigener Produktion. Unter seinen Gästen ist auch Friedrich I. Die Miene des Preußenkönigs verfinstert sich, als er erfährt, dass August ausgerechnet dem flüchtigen Apothekergesellen aus Berlin das weiße Gold zu verdanken hat. Noch im selben Jahr wird Johann Friedrich Böttger zum Administrator der königlich-sächsischen Porzellan.